grüße Gott. Mädel und Burm, ist wieder der Peter vom Barbecue Alt Perlach. Und wenn mein Freund Ralf neben mir steht, verheißt das nur Gutes. Und zwar das folgende: Kotelett Melba, also Koteletts mit Pfirsich, Knoblauch und Rosmarin. Und einfach gut. Und wie wir das gemacht haben, beziehungsweise wie der Ralf das gemacht hat, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere, wie heißen es gleich wieder? Kotelett Melbourne. Melbourne? Wie da? Melba. Gut. Also Kotelett, unsere Kotelett mit Dingsbums. Wie heißt die? Pfirsich. Kotelett mit Pfirsich. Da brauchen wir die folgenden Zutaten. Kotelett. Drei Stück sehe ich drei da. Drei Stück, ja. Drei schöne Kotelett. Was sind das für? Weil die so eine schöne Fettschicht haben. Das sind Kotelett von Weideschweine. Weideschweine. Vom Waldinger Herbert. Am Waldinger Herbert seine Weideschweine. Genau. Dann Knoblauch. Kenne ich. Rosmarin. Kenne ich auch. Ein wenig Bourbon. Ja, haben wir hier einen, was haben wir hier? Ein Jack Daniels mit Schleife. Den hat der Patrick seiner Frau zu Geburtstag geschenkt. Ja. Die mag aber keinen Whisky. Auch blöd. Salz. Dann Pfirsiche aus der Dose. Würden da auch frische gehen? Nein, die haben die Dosenpfirsich in dem Fall besser. Genau. Und vor allem kann man dann den Pfirsichsaft, hast du gesagt, mit dem Kardinal Mendoza mischen. Genau. Und einen Pfeffer. Wenn Sie euch fragt, wo wir hier stehen, wir sind auf dem Campingplatz Fischer Michel in Gunzenhausen am Altmühlsee bei unserem jährlichen Camp und Grill. Schaut, da sind ein paar Leute. Hey. Yeah. Riesenstimmung. Riesenstimmung bei 4 Grad minus. Walte deines Amtes. Jawohl. Wir fangen jetzt an, wir nehmen unsere Koteletts und deren die auf der Fettseite ein wenig einschneiden. Warum machen wir das? Damit wir da ein bisschen Salz reinbringen und die dann gesalzen sind. Genau. Und dann werden wir es auf der Plansche auslassen. Und in dem Fett, was rauslaufen, werden wir dann die Kotelett fertig braten. Eine Eigenfetttherapie. Dann nehmen wir unsere Kotelett, nehmen die schön. Aber jetzt nur auf der Fettseite? Nur auf der Fettseite, ja. Dann die schön einsalzen. Das ist jetzt einmal so ein grobes Meersalz, oder? Ganz ein normales grobes Meersalz. Das, wir machen jetzt falsch nicht mehr oder so. Warum zischt das nicht? Weil die noch kalt ist. Was machen wir jetzt? Wir werden die hier zuzünden und lassen die warm werden. Und in der Zeit, wo die warm wird, schmeißt das Fett und läuft das Fett aus und dann haben wir da schön. Das heißt, du brauchst jetzt einen Flutschfinger? Nein. Nicht? Warum haben wir den? Ah, ich weiß schon warum. Die lassen wir jetzt da drauf einfach stehen und mit der Plansche heiß werden und dann kriegen die unten, also das Fett läuft aus und die kriegen unten eine wunderbar schöne braune Kruste, die wo dann schön nussig schmeckt. Und wir haben und dann praktisch schon das Fett, indem wir sie braten. Genau. Du bist korrekt. Du bist vielleicht der Hund. Ja, du. Ein Hund ist er schon. Spannen muss man. Spannen braucht es. Das ist so rausgerutscht. Genau das wollen wir. So Peter, jetzt schauen wir mal unsere Kotelett da. Oh, schön. Da ist ordentlich Fett rausgekommen. Genau, ist genau die richtige Zeit jetzt. Jetzt tauchen wir die da schön ins Fett rein. Perfekt, wenn man das Öl vergessen hat. Kein Problem. Wie lange jetzt? Ja, Zeit kann ich schlecht sagen, weil das hängt ja immer von der Dicke ab, von der Außentemperatur. Oh, riecht das gut. Ja, natürlich. Das ist ja nichts drin, was schlecht riechen kann. Und wir müssen halt immer wieder mal wenden, klar, logisch. Ich meine, lassen wir es ein bisschen liegen, dann schauen wir, wie der ausschaut und dann. So machen wir das. Genau. Ralf! Das ist ja unglaublich. Ja, dein Träumchen, oder? Du, ich und wir zwei. Und wir zwei. Für die anderen ist leider gar nichts da. Nee, die Minde ist ähnlich. Ich schmecke nicht. Nein, die Minde ist nicht. Ich kriege ein bisschen großen Zucker. Ja, so, jetzt fahren wir wieder. Oh.
Herr Doktor, Fieber messen. Jawohl. Oh. 43 Grad. Ja, 43 Grad. Kriegt man auf? Auf 58 Grad. 58 Degrees. Genau. Fahrenheit ist es nicht, sondern Celsius. Celsius, genau. Ja. Und dann bin ich gespannt, was du dann machst. Ja. Und ratzfatz sind wir bei 58 Grad. Jawohl. Also miteinander. Gehen wir runter. Gehen wir rüber. Treffen Sie zum ersten Mal Ihre Freunde, gell, den Knoblauch und die Rosmarin-Nadeln? So, schauen wir mal. Noch nicht ganz. Kleinigkeit brauchen wir noch. Du rechnest pro Kopf mit 2 Kilo. Ja, so ungefähr. Ja, haben wir was früher gemacht? Nein, die werden wir noch drauf, die werden wir noch drauf haben. Machen wir alle. Haben wir ja noch ein paar Gäste da. Sehr schön. Wunderbar. Ja, ja. Bist du zufrieden? Ja, herrlich. Gott sei Dank. Jetzt werden wir unseren Freund den Knoblauch dazu. Dann haben wir einen Knoblauch und dann lassen wir den ein bisschen hoch angebrannt. Jetzt kommt jetzt unser Fleischchen nochmal drauf. Ja. Was jetzt kommt noch? Weiß ich nicht. So. So, fertig, essen. Essen. Ja, und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist und der Ralf hier seine Zauberkräfte spielen hat lassen. Bitte schön. Magische Hände. Aha. Magische Feuer. Lang nein. Einen habe ich noch das Getränk. Heute trinken wir eine Wildener Gebirgsspezialität. Wildener Gebirgskräuterlikör. Probieren wir es mal. Prost. Brauchst du einen zweiten? Ja, da noch einen. Ja, ich habe schon 14 beim Probieren gehabt. Klappe die 12. Das ist Klappe die 12. Die Flaschen waren einmal voll, wie wir angefangen haben. Aber es ist Feiertag. Saugeil, der Schnaps. Das, was du uns da gezaubert hast, war wirklich unglaublich gut. Macht es unbedingt einmal nach. Ja. Und ansonsten freuen wir uns über einen Daumen hoch. Ja. Einen netten Kommentar. Sehr gut. Oder eventuell ein Abonnement. Genau. Und ansonsten genießen wir hier die Zeit beim Camp und Grill mit unseren Freunden. Genau. Ihr macht es gut und für euch. Und apropos Camp und Grill, da gibt es auch noch einen anderen Kanal von mir, der heißt Camp und Grill. Ha, so ein Zufall. Trinken wir noch einen. Ja, nicht mehr. Ciao.